Oh Gott, wir sind in Abandoned-Haus. Wo ist das Sledgehammer? Wo ist das Sledgehammer? Das weiß ich nicht. Ja, wo ist der denn? Wir stehen hier. Ja, wo sind denn die Kameras? Guck hier. Wow. Aber haben wir keine Kamera mitgenommen? Wir haben tatsächlich keine Kamera mitgenommen. Lilly, Alter. Wieso war ich das? Jawohl. Ich bin immer schuld. Sledgehammer. Hat schon jemand ein EFT? Ein EMF? Also ich habe jetzt schon wochenlang nicht gezockt, die Monologist. Nee. Ne? Ja. Du hast ein EMF. Und was hast du noch? Ja, genau. Ich habe einen EMF, den Sledgehammer und eine Taschenlampe. Gut. So, Marcel, du hast den Hammer und was noch? Ja, nee, den Hammer tue ich natürlich. Ich glaube, zwei Sledgehammers brauchen wir nicht, ne? Das sieht aber auf jeden Fall gut aus. Vielleicht kannst du den Geist damit hauen. Ja, irgendwelche Steine oder Rocks. Ja, irgendwelche Steine, sagen die, ne? Ja, ich weiß das nicht. Ja, keine Ahnung. Wenn so, ich habe jetzt hier mal so ein Ecto mitgenommen. Ich musste erstmal überlegen, wie das heißt. Ich weiß das auch alles nicht mehr. Und dann nehme ich hier nochmal so ein Fieberthermometer mit. So, Katrin Chang. Katrin Chang redet oder? Auch. Nee, redet, nee, okay. Redet mit uns allen. Ja, gut, okay. Ich hab. Sieht das ein bisschen anders aus oder? Nee, sieht gleich aus, das Teil, ne? Hä? Oh, hier sind Rocks. Ey, wir brauchen Räuche. Sledgehammer, Mann. Ach Quatsch, die sind doch schon immer da, Mann. Oh, vielleicht hier hoch irgendwie. Nee, oh Gott, ich erschreck mich gerade vor allem. Ey, geil wäre, wenn man hier wie so ein SWAT-Kommando die Tür einschlägt. So. Ja, geil, wenn der Geist einen jagt, dass man die scheiß Tür einballern kann, ey. Ey, war der Stuhl hier schon immer kaputt? Ja, der war schon. Oder war hier einer mit dem Sledgehammer? Ja, Sledgehammer. Oh, hier, Lilly, hau mal hier. Was? Ich hab hier was gesehen. Oh ja, ich höre dich. Ich höre irgendwas. Bist du schon oben, oder? Ja, und ich sehe was, so ein Lichtschein da ganz hinten. Ich höre so ein Piepen. Leute? Ja. Waren hier schon immer Klamotten oben? Oh. Ne, die haben den oberen Teil auch ein bisschen reworked. Ja, ich da war eine Wand. Gelesen. Da war eine Wand, ne? Oh, ja. Oh, was soll ich denn hier? Locken. Hier ist die Voodoo. Nice. Puppe? Marcel, bitte. Where are you? Are you here? Can you das talk? Das ist die Voodoo-Puppe. Can you speak? Achso. Das hier war auch... Hier auch. Ja, aber hier ist auch eine Tür, ey. Aber ich kann nichts wechseln. Die Tür war vorher nicht da. Ja, wow, was ist das jetzt? Nein. Ey, kannst du den Balken hier wegsletschen? Nee, irgendwie nicht. Das wäre geil. Erstmal die oben. Achso, sollte mal EMF probieren. Ey, ist das hier die Treppe, wo unten... Das ist die andere Treppe, ja. Wo unten dieser Geist da rumhängt? Der mit dem Smileface? Ich denke mal, die hier beim Eingang, oder? Nein, nee. Dafür sind wir zu weit reingegangen. Das stimmt. Was ist denn hier? Auf jeden Fall ist er hier nicht. Boah, jetzt finde ich das gerade super eklig, ey. Wozu haben wir jetzt den Sledgehammer? Weiß ich noch nicht. Kommt noch. Aber bei jeder Map oder nur bei einer speziellen? Das ist doch hier jetzt. Oh, das ist die Frage. Bist du hier? Antworte mal. Achso, where are you? Are you here? Can you talk? Aber ich hab hier vorne was gehört. Can you speak? Speak to me. What is your name? Where are you? Can you talk? Can you speak? Can you talk? Are you here? Wofür brauchen wir den Sledgehammer? Erzähl. Where are you? Are you here? Can you talk? Bestimmt vorne, ne? Weiß das nicht. Bei dir da vorne. Weil hier hinten passiert gar nichts. Where are you? Gehen jetzt eigentlich alle Lichter mal kaputt? Nö. Also ja, weil hier vorne schon eins an ist. Deswegen. Also hier in dem Flur sind 15 Grad. Vielleicht im Keller. Okay. Hier! Was? Hab ein EMF-Zeichen. Wo? Where are you? Are you here? Wohnzimmer? Can you talk? Hier so eine Sitzecke. Can you speak? Talk to me. Ich höre da vorne was. Oh Gott, was ist das? Das quiekt so komisch. Ja. Hier! Fünf! Okay, fünf. Can you talk? Can you speak? Where are you? Talk to me. Aber da bin ich eben durch, da waren 25 Grad. Und jetzt? Ja, warte, ich muss erstmal hier jetzt... Oh mein Gott. Wo? Ich weiß es nicht, ich guck gar nicht hin. Jetzt habe ich jetzt hier. Okay. Where are you? Can you talk? Also hier sind immer noch 25. Talk to me. Das heißt aber, der nutzt ein bisschen das gesamte Rondell. Jetzt wird es wieder schwierig, ihn zu finden. 20. Give me a sign. What is your name? When did you die? Also geh mal weiter, mach mal hier im Flur, wo sie gesagt hat. Wie? Hier?
Da, wo am kühlsten ist, frag mal. When did you die? What is your name? Can you talk? Oh mein Gott. Aber habe ich schon alles gemacht, also ich glaube, das... Also hier sind 20. Can you talk? Speak to me. 25. 25. Nee, ich lasse das mal fallen. 20. 20. Also das Haus ist ein schwieriger Brocken. Ja, immer. So, 20. Ja, vielleicht gibt's auch, ich habe noch, glaube ich, neue Aufgaben für Geister hinterher, um die auszutreiben, glaube ich. Vielleicht braucht man dafür hinterher einen Sledgehammer, so. Kann sein, aber... So einen entweihten Stein oder... Also hier ist es nicht dabei. Ich habe schon geguckt. Oh, wir haben Fingerabdrücke. Wo? Hier. In dem Raum, wo ich bin. Hier, hier, hier. Da waren sie gerade. Wo bist du? Da, wo der Stuhl... Wer ist denn hinter mir? Ach, Pommes. Also hier, in dem Raum hier? Ja, ja, hier waren Fingerabdrücke. Okay, dann können wir jetzt mal anderen Shit holen. Also das war jetzt EMF-5 haben wir, ne? Ja, und Fingerabdrücke. Und Fingerabdrücke. So, okay. Dann kann es schon mal nicht mehr... Ja, Spirit Box ist raus. Ja, tatsächlich. Nur Spirit Box. Ja, so. Ich habe auch keine Antwort bekommen, das brauche ich nicht mehr. Ja, aber hier sind auch, ich weiß auch nicht, also temperaturmäßig ist das schwierig. Welche Schwierigkeit machen wir eigentlich? Mittel. Ah, nice. Erstmal wieder zum Reinkommen. Wir haben gedacht, für den Anfang langt das. So, wir haben alle nur noch 72%. Ja, aber es geht noch. Das, ne? Das stimmt. Also. Tja, wo soll ich jetzt Staffelei und Dings hinstellen? Ja, das ist das hier Problem. Die Frage. Also, ja, da, wo ich die Fingerabdrücke halt erstmal, ne? So. Wo waren die jetzt? Im Wohnzimmer oder im Raum davor? Im Raum davor, ja. Ja. Ja, aber hier ist alles gleich. Oh Gott. Was denn? Aha, schon gut. Ich nehme mal ein Folo mit, besser ist das. Haben wir schon ESG? Marcel, drin? Du hast doch schon wieder Sanity genommen. Jetzt was? Ja. Nein. Was? Klar. Natürlich hat der Sanity was? Genommen. Weil ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, dann ja ich alles. Auch nicht, verdammt. Klar, du hast 100%. Was? Kann ja nicht. Da würde ich sagen, der Geist manipuliert die Anzeige. Hast du jetzt auch Anzeige. Genommen? Nee. Achso. Den Mutigen gehört die Welt und so. Ja, bis sie tot sind, ne? Oh. Hier hat er jetzt gerade geschmissen. Wo? Hier, in der Küche schmeißt er. Ja, vielleicht stelle ich das eine ESG auch dahin. Jetzt habe ich mich verlaufen. Tja, hat mal jemand mit dem... Ecto geguckt? Ja, die ganze Zeit. Oh, oh, jetzt schmeißt er hier auch. Wo? Ja, also, hier in diesem Wohnzimmer-Ding. Also ein ESG liegt jetzt in der Küche und ein... Also ist doch wieder ein weiter, oder was? Ja, ich weiß es nicht. Ich gucke das ist hier so schwer. Das ist hier so schwer. Was haben wir denn da? Tote Ratten, solides Foto und Kerzen auspusten. Okay. Aber wir haben gar keine Kerze bei, oder? Leute? Doch. Oh Gott sei Dank. Hab eine Kerze dabei. Ja. Ich weiß doch nicht, wo ich sie hinstellen soll. Ja, ich weiß es auch nicht. Das ist ich. Also, das Ecto, ich bin jetzt hier ein paar Mal alles durchgegangen. Ich sehe kein Ecto, aber das soll auch nichts heißen. Ich sehe auch kein Ecto. So, und jetzt gehe ich nochmal mit dem Fieberthermometer hier durch. Das gibt's ja nicht. Guck mal, hier habe ich jetzt 20, 22. Ich hab hier... Oh, hier geht's jetzt runter. Oh, 11. Ja, hier. Jetzt. Oh, dann holen wir die Staffelei, Marcel. Das hat aber lange gedauert, ey. Meine Güte, 10. Warte mal, ja gut, aber dann können wir uns sicher sein. Das ist gut. Jetzt friere den Raum. Hier ist mein Hammer. So. Wo ist die Staffelei? Mal ein Bild. Ach so. Aber wie gesagt, ich habe hier kein Ecto gesehen. Nee, ich sehe auch keins. Nee, ne? Bin ich nicht allein. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam Pillen nehmen, Jesse. Wieso? Ich dachte, dem Mutigen gehört die Welt. Was ist mit mir? Sollen wir Pillen nehmen? Meinst du? Ja, besser ist das. Er hatte ja auch sogar schon ein Kreuz. Wow. Wir sind weg, Marcel. Tschüss. Jo, tschüss. Gerade im richtigen Moment, ey. Den Arsch aus der Tür und dann... Ja.
Boah, aber ich habe mich erschrocken. Alter, ja, habe ich auch. Ich habe richtig Gänsehaut gekriegt. Ich auch. An einem Arm nur. Ja, rechts. Mein Handgelenk kribbelt. So, Pille. Rein da. Boah, 63. Ja. Ja. Sofort weggefetzt. Hm. Das war mal schlimmer. Ja, nimm mit. Also wir kriegen auf jeden Fall keine Temperatur, ja, die Richtung Gefrier geht oder so. Ne, 10 oder was haben wir vorhin? Ja. Und Lilly hat noch das Ecto in der Hand. Ja. Show yourself. Manifest. Ja, geht so auf 11, 12. Mehr ist nicht. Ich glaube, dann geht das auch nicht tiefer, ne? Achso, ich pack schon mal den Fotoapparat hier hin. Show yourself. Oh, oh. Oh, oh. Das ist aber neu. Thank you. Dann war das also, das Geräusch, was wir vorhin gehabt haben. Hier. Ja, ja. Jetzt ist es auf 10 Grad. Freeze the room. Give us a sign. Make some noise. Also echt, ich sehe hier nirgendwo Ecto. Ist aber auch nicht. Also das kann man schon fast streichen, würde ich sagen. Was haben wir noch? Gefrierstaffelei. Manifest. Die 10 Grad gehen bis hier. Draw a picture. Bis hier vorne. Ja, dann tue ich einen ESG mal da hinstellen. Mhm. Ja, ich stelle das andere mal nochmal um. Manifest. Schön. Manifest, also, show yourself. Also bei diesen ESGs muss man so hart aufpassen. Ja. Weißt du noch, als wir einmal ESG hatten? Ja. Und dann hat man 10 Minuten lang nichts mehr davon gesehen. Ja. Das ist echt hart. Ja, aber Gott sei Dank haben die ja jetzt so einen Ton, das geht dann ja. Manifest, ja, die haben zeige Ton? Dich. Die ESG haben jetzt einen Ton? Naja, schon die ganze Zeit, das macht so ein... Ja, mach mal nach. Nee, kann ich nicht. Also, dass man nicht immer hinstarren muss? Ja, es, das ich kann es ja nicht Sache. Erklären. Es macht so ein bisschen so ein... Aber das ist eine gute Sache, da muss man nicht die ganze Zeit hinstarren, ne? Ja, also es ist immer, wenn die sich zeigen, macht es halt so ein gewisses Geräusch. Ja. So, das... Alter. Nicht. Wow, wow. Oh Gott. Yeah. Was war das denn jetzt? Das war der hat von der Decke gehangen. Ja, das war wirklich Körperwelten. Kann der über uns sein? Oh Gott, lieber Gott, lass es nicht sein. Also. Weil jetzt gibt es ja hier auch eine obere Ebene, ne? Warte mal, ich geh mal gucken mit dem Thermometer. Der könnte hier höchstens sein. Ja, Thermometer sagt hier oben. Nee, 20 Grad. Das ist gut. Ja, gut, Gott sei Dank. Voodoo Action. Willst du ihn ärgern oder was? Nein, nein, mache ich jetzt nicht. Warum ist Manifest! Zeige dich! Draw a picture! Ich wünschte jetzt, ich würde das Geräusch vom ESG erkennen. Doch, wenn du es hörst, habt ihr noch Ektoplasma hier irgendwo rum? Obwohl, nee, wir sind jetzt fast bei 5 Grad, ne? Freeze the room. Gib mal ein bisschen Gummi. Also wir gucken hier schon die ganze Zeit mit Ekto rum. Oh, 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 oh. Jagt der? Kleine Teufel. Er jagt nicht, ne? Nee. Lilly, merkt ihr das, falls wir ein Foto machen müssen? Das ist der kleine Teufel. Ja, ja. Also nach unten ziehen. Mhm. So, ich streiche jetzt, Ektoplasma streiche ich jetzt durch. Ja. Oni, Gorio oder Onrio habe ich jetzt nur noch. Ja, habe ich auch. Aber bei dem anderen ist natürlich wie viel Grad? Ja, teilweise bei 5. Hm. Freeze the room, please. Can you freeze the room, please? Manifest. Zeige dich. Mach mal kalt hier. Freeze the room. Oh, okay. Das war ich. Ach so. Ich schaue jetzt einmal auch nochmal nach Ecto. Ja. Also wenn du das ESG-Geräusch hörst, dann sag mal sofort da. Oh. What? What? Was? Nee, ihr habt was runtergeschmissen. Also zeige dich, Geschirrspülen im Dunkeln ist keine gute Idee. Show yourself. Show yourself. Hier nochmal. Aber ich sehe auch nichts.
Show yourself. Manifest. Draw a picture. Do please something. Freeze the room. Oh. Freeze the room. Oh. Ja, also Actor würde ich auch wegstreichen. Mhm. Also der muss ja in dem Raum sein. Ja. Ja, das Blöde ist halt, Gefriertemperaturen können ja auch echt irgendwann später auch noch kommen, ne? Freeze the room, please. Ich gucke einmal oben nach Ecto, ob das irgendwie in die obere Etage, ja, ich sag mal, sich ausbreitet oder so. Aber hier oben ist auch nichts. Can you freeze the room, please? Ne, hier oben ist auch nichts. So. Freeze the room. Wo ist die Tür? Manifest. Zeige dich. Oh Gott. Was? Oh, jetzt mach ich den Strom. Was? Hier, der Toaster. War das nicht das ESG? Oh mein Gott. Aber hier, der Toaster hat 2, 4, 6 Scheiben. Ey, geil. Wo? Da hinten, der Toaster. Ach, der hat für 6 Scheiben Toast. Ich hab nur für 4. Ey, hammerhart. Was ist das denn für ein geiles Teil? Na? Ist das ein mega Ding. Ich habe auch schon einen Toaster, wo du 4 Scheiben reinstecken kannst. Das brauchen wir hier auch. Das ist schon, das ist auch schon Porno. Ja gut, ab einer gewissen Größe, Familiengröße brauchst du das auch. Wie lange willst du warten auf deinen Toast? Freeze the room. Ja, das ist doch scheiße hier. Ja, es ist richtig kacke. Das Haus ist, Abandoned House ist immer... Freeze the room, Motherfucker. Oh, darf ich gar nicht sagen, ne? Was darf man? Was? Was darf man nicht sagen? Schau dem aufs Maul. Das, was ich gesagt habe. Motherfucker hat sie gesagt. Ich weiß ja nicht, wenn du eine Aufnahme machst, darf ich doch sowas nicht sagen. Wow, 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 wow. Alter. Also, wenn jetzt schon in den Charts doch Friesenjunge das Lied ist, da sagt der Mother, auch Motherfucker. Ja, ich weiß das nicht. Also, das geht doch voll klar. Oh mein Gott. 5. Was 5? Ja, 5. Ja, EMF 5. Der macht jetzt gerade richtig Action. Der ist richtig, der fängt gleich an zu jagen. Ja. Und wir haben nichts, keine Spur, gar nichts. Deswegen, das Haus ist kacke. Ja, ist richtig. Kacke. Scheiße. Ist kacke. Hier geht man nur drauf und verdient nichts. Can you freeze the room, draw a picture or show yourself? Jetzt ist ganz kaputt. Ektoplasma-Becken würde ich rausstreichen. Wie viel Temperatur haben wir denn jetzt schon? Sind wir jetzt fast bei 0 oder? Warte, achso. Warte, ich habe schon genommen. 5. Don't look back. Ich habe aber was zurückgeguckt. Naja, er wird jetzt natürlich sauer. Ich sag gefrier weg. Gori ja. Oder Onryo. Boah, meinst du? Ich kontrolliere einmal den Sanity-Bestand. Wieso? Du hast so ein Kreuz dabei. Nee, er will das letzte Stück Sanity nehmen. Achso. Was für eine dreckige Lache. Das hilft ihm ja überhaupt nicht. Das hilft ihm sowieso nicht. Also von mir aus können wir abwandern, das wird hier doch nichts mehr. Ja, jetzt bestimmen wir irgendjemanden und dann war's das. Ich sag Gorio, tschüss. Hat er gerade eine Kuckuckpfeife? Der hat irgendwas verschoben, ne? Ist nicht genau. Was ist denn da gemacht? So, Rattenfoto und Kerze auspusten. So, ich sag. Gorio oder Onryo, warte mal. Das ist echt super schwer. Wie viel Temperatur hatten wir eben? 5. Immer noch 5? Es könnte noch gefrier werden. Kann es sein, dass der Gorio, wenn es der Gorio ist? Ich sag Gorio. Ja, der interagiert nicht mit ESG, wenn sich jemand in der Nähe befindet. Ja, ich sag Gorio. Und was hat der Gorio? Ja, das, was wir ausgewählt haben. ESG-Aktion. Nur ESG halt zusätzlich. Achso, ja, richtig, stimmt. Ja, haben wir es jetzt ausgewählt? Vielleicht, weil wir keine Kamera haben, dass er sich deswegen nicht zeigt auf dem ESG. Obwohl das auch in letzter Zeit alles nicht stimmte. Okay, jetzt brauchen wir irgendwie Ratten, ne? So, du musst Foto machen. Wow, was war das denn, Mann? Ey, wie so eine Blutfontäne. So. Ist sie rein da. Foto machen. Ja, Moment. So, jetzt. Ich bin wieder da. Ich bin online. Was müssen wir machen? Ratten. Foto.
Kerze, kannst du anmachen mal eben, damit er die vielleicht schon mal auspustet. Also ich habe schon zwei Ratten, ne? Ich feuer euch an von hier. Wieso? Ach echt jetzt? Ja, ich würde drauf gehen. Ja klar, die mit dem Kreuz können easy peasy reden. Ja, dann mach du zumindest von da hinten ein Foto, wenn er auftaucht. Ne? Dann bring es mir raus. Wenn ich jetzt reingehe, bin ich tot, das sehe ich doch. Ah, da wäre das Foto gewesen! Siehst du? Toll. What? Okay, hier sind ein paar neue Scary-Sachen sind drin, ne? Also Ratten und was noch? Foto und Kerze. Kerze. Also Kerze ist an. Ja. Show yourself. Und Foto. Und jetzt brauchen wir. Und jetzt brauchen wir nur. Ach, ich hab. Wie viele Ratten sind das denn? Immer drei? Hey, ist gut. Ist gut. Sie lacht sich da hinten einen kaputt, ey. So, ich glaube, Ratten habe ich jetzt die dritte. Okay. Yep. Oh oh. Oh, der labert da hinten in der Küche, ne? Oh, der ist sauer. Oh, der ist richtig pissig. Oh, der ist pissig. Show yourself! Sagt mal, er soll sich schon. Show yourself! Manifest! Zeige dich! Also Rattenkerze und Foto, okay. Puste die Kerze aus. Blow out the candle. Oh, Foto. Gib mal her, Foto. Jo, hab ich. Ist denn schon alles wieder kaputt, oder? Jo. Ist das hier auch kaputt? Ja. Was hast du? Oh, das war die Kerze, oder? Das war die Kerze, ja. Das war die Kerze. Show Zeige yourself. Zeige dich. Manifest. Show yourself. Okay. Show yourself, manifest, zeige dich. Oh, oh. Oh, Lilly, Alter. Show yourself. Manifest. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Mach ein Foto. Leute. Wo ist er denn? Leute, der kommt von hier draußen. Was? Er ist vorbeigegangen. Ernsthaft. Der ist an mir vorbeigegangen. Okay, hab ich. Ja, ich hab einen Ton gehört. Ja, ich hab... Er ist noch hinter uns her. Einfach wegrennen. Versuch die nicht zu verschwenden wegen den Fingern. Toll. War es das? Ist seins verbrannt? Nein. Meins auch nicht. Ja doch, jetzt ist meins verbrannt. Das war aber... Ja, jetzt müssen wir doch schon die Finger suchen, oder nicht? Ja, ich such doch. Ach so. Der jagt ab hier. Von draußen? Ja. Du verarschst uns, ey. Nein, ehrlich, der kam hier an mir vorbeigelaufen. Scheiße. Oh mein Gott. Was hab ich denn noch hier? Jessi, komm raus. Der Marcel muss das jetzt übernehmen. Ja, der kann sich auch einfach mal vor mich schmeißen. Ja, immer. So, ich habe zwei Finger. Ich bring sie runter. Ich komm. Ich habe einen Finger. Oh, ich hab blurry Sicht. Bist du unten? Ja. Du hast dich schon reingetan. Ja. Ich habe gedacht, bevor nachher irgendeiner da irgendwas nicht hinkriegt, mach ich die schon mal rein. Ja, gut, ne? Oder? Ja. Oben könnte ja jetzt auch sein, ne? Ja, ich guck gerade schon. Also ich weiß nicht, meinst du, das macht ihn saurer, wenn man dich schon reinmacht? Ja, kann sein. Mhm. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es eine doofe Idee, aber... Obwohl, es hat ja jetzt nichts bewirkt, ne? Nee. Wenn einer stirbt, dann ja ich. Okay, ich habe in der Werkstatt ist ein Finger. Hier oben ist nicht ein Finger. Da oben bestimmt noch ein Brautzimmer oder so. Ne, im Brautzimmer da habe ich, glaube ich. Oh, oh. Was labert ihr denn? Irgendwann mit Dead Yet. I'm dead yet. Können hier unten auch Finger sein eigentlich? Da habe ich eben auch schon. Ah, ich habe ihn, den hast du übersehen hier im Magna-Raum. Ja, nein, da war ich glaube ich gar nicht drin. Stimmt, ich hatte nur einen Platz frei.
Es fehlt nur noch der eine hier jetzt. Ja, ne? Ja, ich komme jetzt hier schon Bodyguard-mäßig entgegen. Rennt. Die Kevin Costner hier. Top. Jetzt muss irgendjemand Whitney Houston singen. I'll always love you. So. Kruzifix ja, drop. Ja. Wenn es denn mal der richtige Geist war. Ist der ausgetrieben? Mhm. Ja, ernsthaft. Jetzt kommst du rein. Sledgehammer. Hier ist EMF am Start. EMF hat gerade geklingelt. Ja, das ist sehr weird. Wer hast denn, aber der ist aus, hier aus dem Flur? Ja, also direkt hier, pass auf. Also ich stand hier, er hat ja gebrüllt und dann ja. Ist er hier aufgetaucht und dann hier reingerannt. Hammer. Mhm. Ja. Vielleicht hätten wir dann ESG nach draußen stellen. Ja. Ja. So, gucken, ja, ob es überhaupt der richtige Geist war. Ja, echt. Stimmt, hundertprozentig. True. Ja. It was a raid. Mhm. So, right. Jetzt haben wir jetzt hier einen Huhn. Ja. So, es geht. Was gibt es denn jetzt für Tiere? Also Schildkröte, Huhn, Flamingo, Hund, Katze. Ja. Ja. Das war alles. Siehst du, ich habe nämlich gar keine Stativkamera. Ah, Katze, Hund, Huhn. Ach so, deswegen. Flamingo links. Ah, nice.